Wer kennt sie nicht, die weiße Katze mit der roten Schleife auf dem linken Ohr? Hello Kitty. Während die Kultfigur für Fans einfach nur liebenswert ist, ist sie für Japan ein bedeutender wirtschaftlicher Player, genauso wie Pokémon oder Super Mario. Und sie sind die Botschafterinnen der japanischen Kultur. Warum sind Hello Kitty und Co. weit mehr als ein Spielzeug? Man sieht's hier nicht an, aber Hello Kitty feiert heuer ihren 50. Geburtstag. Die Figur wurde 1974 von Yuko Shimizu entworfen. Angeblich war sie Fan der sprechenden Tiere in Alice im Wunderland. Da es mit Winnie Pooh und Snoopy schon einen Bären und einen Hund gab, designte sie eine personifizierte Katze. Hello Kitty gehört zu den Bestsellern des Unternehmens Sanrio. Was macht sie so einzigartig? Hello Kitty is the first character. To connect. Hello Kitty ist die erste Figur, die Menschen über alle Kulturen, Altersgruppen und Geschlechter hinweg anspricht. Das ist absolut einzigartig in der Welt der animierten Figuren. Jetzt erreichen wir auch Kinder mit den neuen Inhalten. Aber eigentlich ist unsere Zielgruppe etwas älter. But actually our, you know, natural position is slightly higher. Zu Hello Kittys Fan-Community gehören also keineswegs nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Es gibt Hello Kitty-Kleidung, Spielzeug, Deko, Schmuck, Accessoires und vieles mehr. Die Fans treffen sich übrigens oft in Hello Kitty-Cafés. Ein Traum in rosa und pink. Die berühmte weiße Katze ist Botschafterin der sogenannten Kawaii-Culture. Der japanische Ausdruck Kawaii bedeutet liebenswert oder auch niedlich. Smile is the mission. Lächeln ist ein Teil der japanischen Werte und der japanischen Kultur. Wir wollen ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen zaubern. Und wenn sie sich miteinander verbinden, schafft das ein Gefühl von Freude. Hello Kitty ist eine Botschafterin dafür. Und sie ist auch offizielle Botschafterin der Vereinten Nationen. Die Charaktere von Sanrio erobern weltweit die Herzen ihrer Fans. Hello Kitty hat im Laufe der Jahre einige Kolleginnen dazu bekommen. Sanrio hat über 450 verschiedene Figuren. Die bekanntesten darunter sind Hello Kitty, My Melody und Cinema Roll. Wir haben aber nicht nur diese Charaktere, sondern es gibt zum Beispiel auch Flugzeuge und Hotels, die im Design dieser Charaktere beklebt oder ausgestattet sind. Wir möchten in Zukunft noch mehr in die digitale Welt und ins Gaming einsteigen. Sanrio verkauft alleine in Japan über 3000 verschiedene Produkte pro Jahr. Neben Hello Kitty begeistern Pokémon, Super Mario, Manga und Anime über Japans Grenzen hinweg. Dieses Phänomen wird als Cool Japan bezeichnet. Auch Mode, Kulinarik, Architektur und Kunsthandwerk gehören hier dazu. Im Jahr 2022 erreichte der internationale Markt für japanische Soft-Contents in Gaming, Anime und Manga beeindruckende 43 Milliarden Euro. Dieser Wert hat sich seit 2012 verdreifacht. Japanische Medien-Franchise-Unternehmen dominieren die internationalen Rankings der umsatzstärksten Medienmarken. An der Spitze steht Pokémon, das beeindruckende Umsatz von 87,6 Milliarden Euro erzielt hat. Dicht dahinter folgt Hello Kitty auf Platz 2. Die Popularität dieser Charaktere unterstreicht Japans Einfluss in der internationalen Medien- und Unterhaltungsbranche. Zurück zu Cool Japan. Im Juni 2010 richtete das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie das Cool Japan Office ein. Die Regierung will mit der Cool Japan Strategie den internationalen Stellenwert Japans stärken und die Wirtschaft pushen. Bis 2028 soll der wirtschaftliche Einfluss auf über 180 Milliarden Euro steigen, bis 2033 sogar auf 297 Milliarden Euro. Die Strategie scheint aufzugehen. Die Fangemeinden von Hello Kitty und Co. wachsen jedenfalls. Ob das Hello Kittys Freund dir Daniel eifersüchtig macht? Hat dir dieses Video gefallen? Dann schau dir auch die Beiträge links im Bild an und abonniere unseren Kanal.